Der neue Shop kommt jetzt hier in ganz genau 30 Sekunden. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Danke für euren Support. Schreibt auf jeden Fall mal eure Punkte in die Kommentare, würde mich interessieren. Ich habe es leider nicht geschafft, denn ich bin einfach um 18.20 Uhr auf die Idee gekommen, dass ich den Cup spielen will. Und ich habe nur 303 Punkte geschafft. Ich bin, ich glaube, Top 5000 oder 4000 gekommen. Keine Ahnung, aber man hätte 370 Punkte gebraucht. Ich bin gespannt, was in den Shop kommt. Er beschenkt mich hier. Kuss geht raus. Haut's mal ein Herz in die Kommentare für Slucky. Kuss geht raus. Ich öffne das Ganze jetzt. Ich habe kein. Wir wissen nicht, was im Shop ist. Ich bin echt gespannt, ob Travis Scott da ist oder irgendwelche anderen coolen Dinge. Was ist es? Oh, das ganze Zeug ist immer noch im Shop. Oder er hat es gerade ganz perfekt noch geschenkt. Kuss geht raus. Cooles Backbling. Ehrenhaft. Was ist jetzt im Shop? Oha, warum, was ist denn heute los? Schon wieder Geschenke-Eskalation hier. Haut's mal alle für Cracked ein Herz in die Kommentare. Ah, das Emote ist wieder zurück. Kuss geht raus. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass ich ein bisschen zu spät gekommen bin zum Turnier. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich den Skin bzw. die Spitzhacke und das Emote mir freigeschaltet. Der Shop ist unspektakulär, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber fangen wir hier an. Finsterbomber, cooler Skin. Hat hier auch ein cooles Backbling mit dem Würfel. Ist animiert für 1-2. Wirklich, wirklich ein cooler Preis. Ja, okay. Also heute ist wirklich Geschenke-Eskalation. Rot, Weiß, Erfurt. Kann es sein? Ich glaube schon, dass ich das so richtig ausgesprochen habe. Haut's mal auch dafür ein Herz in die Kommentare. Alter, was ist heute los? Kuss geht raus. Danke für die Echos-Tarnung. Nice, ausrüsten. Kuss geht raus. Okay, heute ist wirklich heftig. Aber eine Sache ist, glaube ich, hier falsch eingestellt. Ja, meine FPS sind unbegrenzt. Das hat sich auf jeden Fall echt komisch angefühlt hier gerade. Also danke nochmal für die ganzen Geschenke. Finsterbomber, perfekter Preis und schöner Skin. 1-2 für die Spitzhacke. Ist okay. Die ist echt nice. Und die Hörner fangen auch an, richtig schön zu leuchten. Den kann ich euch auch empfehlen. Sehr, sehr heftiger Gleiter. Macht doch coole Geräusche. Omen Skin. Ja, nee. Also für 2k lohnt er sich safe nicht. Spitzhacke eventuell, aber auch da. Hört euch mal den Sound an. Der Sound ist nichts Besonderes. Was haben wir hier? Fade. Backbling ganz cool, aber ansonsten der Skin auch nichts Besonderes mehr. Genau das gleiche gilt hier für die Spitzhacke. Ja, nichts Besonderes. Aber der ist cool. Aber nicht für den Preis. Für 800 eventuell, aber hier ist auch nichts Animiertes. Was haben wir hier noch? Ich schaue mal ganz kurz nach, ob was Seltenes ist, beziehungsweise im Shop da ist. Ich denke mal aber eher weniger. So, mal schauen, ob wir was Seltenes haben. Ja, obwohl, es geht sogar. Also das Seltenste sind 118 Tage, 192 Tage. Okay, also 183 wäre die Orakelhacke, das ist ganz genau die hier. 163 Tage. Dann haben wir hier diese Spitzhacke hier oben rechts, 192 Tage und der Gleiter auch 192 Tage alt. Ansonsten ist der Rest echt unspektakulär. Was ist das hier? Ja, Set ist auch nichts Besonderes, oder? Nö. Was haben wir hier? Spitzhacke hat, glaube ich, auch zwei Stile. Ist ganz okay. Aber ich spiele so oder so nicht mit doppelten Spitzhacken, doppelhändigen Spitzhacken. Echo Jet ist ein cooler Gleiter. Der ist echt nice animiert, sieht cool aus, hat verschiedene Stile. Für den Preis ganz in Ordnung. Dann die Tarnung, die ist auch nicht schlecht für den Preis. Ist günstig, auch jetzt nicht zu viel oder zu wenig drauf. Kann man schon machen. Dann haben wir hier die ganzen Schlürf-Skins, die sind auch nicht gerade selten, oder? 85 Tage alt für das ganze Set. Nee, gefallen. Also die weibliche Variante eventuell. Aber ansonsten gefällt mir hier die Spitzhacke. Die ist cool. Was gibt es noch im Set? Nichts mehr. Dann haben wir hier noch Gaunerin. Wie oft war die bitte schon im Shop da gewesen? Krass. Also die ist echt sehr oft im Shop da gewesen. Das ist auch ein seltener Skin. 118 Tage alt war der zuletzt im Shop da gewesen. Das ist auch nicht schlecht. Hat sogar hier einen Waffeneffekt, wenn man schießt. Ist nicht schlecht. Hier sieht man es echt lost. Hier ist cool. Ansonsten haben wir hier Röstlichkeit. Cooles Emote, ist aber auch jetzt nicht gerade besonders selten. 73 Tage alt. Dann haben wir hier das hier. 64 Tage alt. Und zu guter Letzt haben wir hier Tiefer Depp. 56 Tage alt. Ansonsten habe ich nichts vergessen zu zeigen. Das war gestern schon im Shop da gewesen. Und dann würde ich sagen,
Das war's mit dem etwas längeren Shop-Video.